Hi Leute, das ist Samu hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2. Ich möchte mit euch mal so ein bisschen über die wichtigsten Sachen sprechen in Bezug auf die Modifier, auf die Modifikatoren, die neu hinzugekommen sind in der Season 2 und die das Ganze ein bisschen schwerer machen. Es gibt aber so ein paar Bugs und so ein paar Sachen zu beachten, die noch nicht gefixt sind und die ja, einem schon ein bisschen hin und wieder zumindest den Spaß verderben können, weil die Mechanik einfach nicht so läuft, wie sie sein sollte. Ich möchte mit euch kurz mal drüber sprechen, wo ihr sie findet, wie ihr sie reinmacht und woher ihr sie bekommt. Und zwar ist das Ganze so, im Inventar habt ihr einen neuen Reiter oben, einen extra Platz neben der Spezialwaffe für die Modifier. Wenn ihr dort draufklickt, seht ihr oben den globalen Modifier, der ist für diese Season aktiv. Was er macht, ich lasse das euch da, wir gehen auf ein paar spezifische ein, aber ihr könnt hier schön durchgehen und sehen, was die entsprechenden Modifikatoren machen. Zusätzlich zu dem globalen Modifier gibt es aktive Modifikatoren. Davon gibt es 3 an der Zahl, davon könnt ihr auch nur einen haben und die werden getriggert. Ja, auf PC, meine ich war es, wie ich es im Streamer mitbekommen habe, ich glaube auf T drücken, während ihr anvisiert. Auf der Konsole ist es Steuerkreuz nach oben. Ihr seht hier, ne? Die Anzeige für die entsprechende Reichweite. Der Gegner ist jetzt im blauen Bereich, also im Nahkampf. Und jetzt links daneben steht aufs Ganze aktivieren. Das ist der aktive Modifikator, den ich im Moment drin habe. Wenn ich den dann aktiviere, dann ist er für 10 Sekunden aktiv und macht halt entsprechend das, was der Modifikator macht. Je nachdem, ne? Ihr seht hier die Anzeige im Bezug aufs Ganze, das ist auch tatsächlich der beste aktive Modifikator. Der schaltet sich aber erst mit Season Reise 6 frei. Und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Wie schaltet ihr die ganzen Modifikatoren frei? Im Fall der aktiven Modifikatoren ist es so, dass diese über die Season Reise freigeschaltet werden. Angefangen bei Season Reise 4 und der Freischaltung des aktiven Modifikators Umkehrung. Reise 5 ist der aktive Modifikator Hauptzeit, also oder Primetime, da ist auch ein bisschen was mit der Übersetzung wieder schief gelaufen. Und auf Reise 6 schaltet ihr aufs Ganze frei. Kommen wir auf die passiven Modifikatoren zu sprechen. Da gibt es so einige, 12 an der Zahl, jeweils 3 für die entsprechende Reichweite kurz, mittel und lang. Und dann ein Multizon, von denen könnt ihr auch nur einen auswählen, müsst dann 2 andere auswählen von den von kurz, mittel und lang. Und dann habt ihr halt, wie gesagt, die Möglichkeit, 3 Stück reinzumachen. Wie schaltet ihr die frei? Auch ganz einfach, ihr geht wieder in den Season Tab, in Rottöne und macht es über die Prioritätsziele. Die Prioritätsziele, ihr habt immer 3 an der Zahl, könnt ihr entschlüsseln. Bei der Belohnung steht immer, was ihr bekommt. Sobald dort steht, passiver Modifikator, nehmt ihr das und spielt ihr das. Also schaltet ihr es am schnellsten frei. Es gibt Leute, das ist halt alles zufällig. Ne? Ich kenne Leute, die haben ewig lang gebraucht, um überhaupt mal einen zu bekommen. Manche kriegen derweil 3, 4, 5, 6 am Stück, ne? Nachdem sie entsprechend irgendein Prioritätsziel gemacht haben. Ihr könnt Ziele aufgeben und dadurch wird alles neu gewürfelt oder ihr seht unten die 3 Balken, die füllt ihr auf, indem ihr Prioritätsziele abschließt und dort könnt ihr dann auch jeweils 3-mal neu würfeln. Ne? Das heißt, ihr habt immer so ein bisschen eine erhöhte Chance, um halt neu zu würfeln, um eventuell einen passiven Modifikator zu bekommen. Wenn ihr ein Ziel abbrecht, wie jetzt hier, Ziele aufgeben, wenn ich das mache, das kann ich einmal die Stunde machen. So, ich möchte euch mal Stand jetzt für die meisten Builds, die ich spiele, ein paar Modifikatoren zeigen, passive, die ich richtig geil finde, die richtig Spaß bringen. Und zwar ist das einmal der Modifikator Rache. Um Schießen auf einen Feind in mittlerer Reichweite können sie bis zu 100 Stapel aufbauen. Jeder Stapel bringt 0,5% kritische Trefferchance. Nach dem Erreichen von 100 Stapeln verlierst du einen Stapel für jede abgefeuerte Kugel. Das heißt, du hast ständig in so einer Wellenformbewegung bis zu 50% kritische Trefferchance, passiv, die dann immer wieder abfällt und sich immer wieder aufbaut. Das heißt, ihr braucht euch um kritische Trefferchance keine Gedanken zu machen. Ist sehr, sehr geil. Ihr seht es auch hier. Da, ihr seht, wie er sich unten aufbaut. Jetzt haben wir das maximale, die maximale Crit-Chance erreicht. Und dann für jede Kugel geht er wieder runter. Und so baut er sich halt ständig immer auf und ab.
Ist sehr, sehr cool. Beachtet, dass ihr dafür halt euch in mittlerer Reichweite zum Gegner befinden solltet. Ne? Also gelbe Anzeige hier. So. Er hat jetzt hier natürlich auch schon aufgebaut, seht ihr? Ich denke, das ist dem Schießstand geschuldet, dass er hier, eigentlich sind wir auf blau, aber er baut die Stacks dann auf. Dann, was ich auch sehr, sehr geil finde, ist Beschleunigen. Beschleunigen ist mega nice, für, um den Cooldown zu drücken, ne, von euren Fertigkeiten. Selbst wenn ihr ein Damage-Build spielt und habt nicht viele Fertigkeiten-Ränge, könnt ihr da ja, den Cooldown schnell runterdrücken. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch hier, indem ich Fertigkeiten-Tempo deaktiviere. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Skill benutze und mache den Wiederbeleber zum Beispiel weg, der hat ja elendig lang, Sekunden, fast 3 Minuten Cooldown. Wenn ich jetzt drauf schieße, achtet mal unten auf die Zahl. Seht ihr das? Pro kritischem Treffer, den ich lande, auch auf mittlere Distanz, setzt die Cooldowns zurück. Und zack, ist der Hive wieder da. Absolut geil. Machen wir das Ganze auch mal mit dem Geschütz. Werfen wir die beiden mal hin, damit ihr das genau seht. Zerstören wir die beiden nochmal. Alle beide befinden sich auf Cooldown. Zack, richtig, richtig cool. Und damit lässt sich richtig cooler Kram basteln. So, dann, was ich auch noch sehr, sehr cool finde, sind zwei Stück tatsächlich. Im Moment habe ich Beharrlichkeit drin. Beharrlichkeit ist mega nice. Oder Verantwortlichkeit ist auch nice, wenn ihr ein Bild spielt, richtig up close, wo ihr ganz nah am Gegner dran seid. Fangen wir aber erst mit Beharrlichkeit an. Das ist ein Multizone-Modifikator und der gibt euch, je nachdem, welchen Gegner ihr auf entsprechende Distanz umlegt, entweder Bewegungsgeschwindigkeit, die richtig cool ist, auf kurze Distanz, 30% Genauigkeit auf mittlere und 20% Nachladegeschwindigkeit auf lange Distanz. Richtig cooles Ding. Dann Verantwortlichkeit, auch, wie gesagt, ne, wie eben angesprochen, wenn ihr ganz nah am Gegner dran seid und gerne Pumpen oder SMGs spielt oder einfach gerne up close fightet, ne, dann ist Verantwortlichkeit definitiv ein passiver Modifikator, den ihr mitnehmen solltet. Weil ihr verursacht 30% mehr Schaden an Feinden mit Rüstung in kurzer Reichweite. Der erlittene Schaden durch Ziele mit Rüstung wird aber um 15% erhöht. Das ist so eine Art Mini-Glaskanone, würde ich sagen, ohne dass es so hart ja, den Agent betrifft wie Glaskanone selbst. Beachtet natürlich, wenn ihr Glaskanone-Bild spielt und dann zusätzlich Verantwortlichkeit mit drin habt, dass ihr dann nochmal extra Damage kriegt. Ja, also das solltet ihr definitiv im Hinterkopf behalten. Ansonsten mit den anderen schaut sie euch an und guckt, dass ihr eventuell da ein entsprechendes Bild drum baut. Hier ungeduldig ist tatsächlich auch ganz cool, wenn man ein Bild baut mit Waffen, die eine sehr hohe Magazinkapazität haben, die bekommen erhöhte Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit, die werden um 30% erhöht, was richtig cool ist. Aber die Standardmagazingröße wird um die Hälfte reduziert. Ne, da müsst ihr drauf achten, wenn ihr das nutzt. Ne? Also habt ihr ein 100er Magazin, habt ihr nur noch 50 Schuss im Magazin. Ne? Habt ihr aber irgendwas Schönes gebaut mit 200, habt ihr dann noch 100. Bei 30% höhere Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate, ziemlich coole Sache, lässt sich gut was basteln. Dann für Leute, die gerne mit Fertigkeiten Bild spielen, ne? Drohne, Geschütz zum Beispiel oder Geschütz und irgendwas anderes noch. Der Multizone-Modifikator modernste Technik lässt das normale Sturmgeschütz und das Präzisionsgeschütz von dem globalen Modifikator profitieren. Ne? Heißt, auch der Geschützturm macht bis zu 50% mehr Schaden auf lange Reichweite. Ne? 35% auf mittlere und 20% auf kurze Reichweite. Ziemlich cool, wenn man da Bock drauf hat. So, aber jetzt kommen wir mal auf die Modifier zu sprechen, die euch am meisten nerven, beziehungsweise die aus Heroisch Plus machen. Ich persönlich finde sie wirklich nice. Ich finde nur die Bugs dahinter ziemlich kacke, weil so ein bisschen was ist tatsächlich faul. Dazu gehen wir in die Gasse. Ja, ich renne mit euch mal kurz da hoch. So, wenn wir hier schon einen Gegner haben, dann kann ich euch hier direkt schon das erste zeigen. Und zwar ist das hier der Stellite-Schutzmantel. Der Stellite-Schutzmantel ist quasi farblich angezeigt, welchen Schutzmantel der Mob jetzt hat. Der hat jetzt blau, bedeutet, auf kurze Reichweite müsst ihr auf ihn draufschießen, um seinen Schutzmantel zu zerstören. Das ist quasi wie eine extra Rüstung, die er hat. Ne? Wenn ich jetzt von weitem auf ihn schieße, mache ich deutlich weniger Schaden. Das gibt es auch in Gelb für mittlere Reichweite, hat den gleichen Effekt, und in Rot halt für hohe Distanz. Na, hier nochmal kurz ein schönes Bild von allen drei Stellite-Beschichtungen, ne, wo wir eben drüber gesprochen haben. Einmal Gelb für mittlere, einmal Rot für hohe Distanz und
Blau für kurze Distanz. Sehr schön, dass die alle drei zusammen gerade hier sind. So, hier haben wir auch schon den nächsten. Ist tatsächlich ganz cool. Der hier ist der, von dem ihr die wenigste Angst haben braucht. Weil das hier ist der Gegner-Modifier Erschrecken. Wenn Gegner da auf euch schießen, dann verlangsamen sie euch. Ne? Ihr könnt nicht mehr so schnell laufen. Und das war's eigentlich schon. Mehr braucht ihr hier zu dem Modifikator nicht zu wissen. Der ist nicht wirklich schlimm. So, da kommen noch mehr von denen, aber die ignorieren wir jetzt. So, und hier haben wir einen der beiden schlimmsten Modifikatoren tatsächlich. Das hier ist Vergeltung. Vergeltung läuft so ab. Der Schaden, den ihr auf den Gegner macht, in gelber Reichweite, ne, also auf mittlere Distanz, der baut ganz schnell Stapel auf und wirft dann den Schaden, den ihr macht, auf euch zurück. Ja, ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass ihr öfter mal umfallt, einfach weil ihr gerade nicht darauf achtet, dass Vergeltung aktiv ist. Das Problem ist aber, dass im Moment manche Gegner-Modifier, die werden nicht angezeigt auf dem Gegner. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich mit mal kurze Reise ins Safe House oder ins Weiße Haus oder mal kurz alles resetten und hin und her, könnt ihr das ein bisschen für euch fixen. Optimal ist es natürlich nicht und ich weiß, dass viele von euch auch deswegen ein bisschen zähneknirschend manchmal auf die Modifier reagieren, was ich verstehen kann. Also wenn du nicht siehst, welcher Modifier der Gegner hat, dann ist das natürlich für den Arsch, ne? Braucht man nicht drüber zu reden. So, jetzt schauen wir, dass ich euch noch den anderen Modifier zeigen kann an dem Gegner. So, sehr schön, dass das hier funktioniert hat. Gerade, ich habe gerade eine Mission gestartet, um euch den letzten Gegner-Modifier anpassungsfähig zu zeigen. Und der ist tatsächlich auch sehr, sehr assi. Also, besonders wenn die auf weite Distanz sind, wie jetzt, dann haben die Jungs hier Schockmunition, wenn die auf euch ballern. Und dann seid ihr mal, also mal locker mal über zwei Sekunden seid ihr geschockt. Und boah, im Normalfall, wenn dann noch jemand anders auf euch schießt, dann war's das. Also da müsst ihr ganz vorsichtig sein bei denen. Die haben, wie gesagt, Schockmuni auf rote Distanz. Wenn die im gelben Bereich sind, schießen die mit normaler Munition. Ne, das solltet ihr beachten. Also auf mittlere Distanz überhaupt kein Problem mit denen. Und auf kurze Distanz, blau, haben die Brandmunition. Das heißt, das hier kann wirklich mal ganz schnell in die Hose gehen. So, ja, sehr schön, hat das so gut geklappt. Ich habe gedacht, ich müsste länger laufen, weil manchmal hast du ständig nur die Schlangen, die dich angreifen. Aber noch ein kurzer Tipp für euch, für Leute auch, die Reise machen wollen. Und ja, in der Reise sind ein paar Sachen drin, wo ihr Modifier benutzen müsst. Wenn ihr ohne Modifier spielen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Ihr schaltet die aktiven und passiven nebenher trotzdem frei, obwohl ihr sie nicht aktiviert habt. Und ihr könnt ja dann für die Aufgaben in der Reise, wo ihr Modifier braucht, stellt ihr die Schwierigkeit runter auf schwer, sodass es euch nicht so derb nervt. Und so könnt ihr dann auch eure Aufgaben abschließen. Ne, das ist so der einzige Tipp, der wirklich Sinn macht, wenn ihr die Season-Reise dann da bis zum Ende durchzieht. Selbst wenn ihr überhaupt keinen Bock auf die Modifier habt. So, und das war mein Modifier-Guide, Leute. Ich hoffe, dass ein paar von euch vielleicht ein bisschen mehr mal eintauchen und vielleicht sie doch lieb gewinnen, besonders wenn sie gefixt wurden und eventuell ein bisschen angepasst hier und da. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute, danke euch.